Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und einem neuen Let's Play-Projekt. Heute starte ich mit Resident Evil 2 in der Remake-Version von dem alten Klassiker hier. Ich habe es damals schon 1998 auf der ersten PlayStation gespielt. Und was die Resident Evil-Teile angeht, war immer dieser Teil, der zweite, mein Lieblingsteil. Der erste war ganz cool damals, aber man war da halt nur in diesem Herrenhaus und so. Da hatte man nicht so viel von der coolen Umgebung. Stimmungsmäßig war es natürlich auch super, aber als dann der zweite Teil erschien, 1998, und man dann diese ganze Stadt hatte mit Raccoon City, das hat mich dann einfach damals echt umgehauen. Und ja, bis heute immer noch mein Lieblingsteil von Resident Evil. Und jetzt 2019, 20 Jahre oder fast 21 Jahre später, können wir dieses Spiel nochmal erleben in einer Remake-Version, wo sie es komplett nochmal neu gebaut haben, in einer wunderschönen Optik. Gar kein Vergleich mehr zur PlayStation 1-Version damals. Und damit fange ich heute hier an auf meinem Kanal. Spiel starten. Kein Resident Evil mehr. Der Sprecher, der fehlt. So. Also, ich hoffe, ihr habt Bock und wollt mich hier begleiten. Ja, bei diesem Horrorabenteuer hier. Eines muss ich aber vorweg sagen, Leute. Und das ist ein Spiel, was sich mal wieder an erwachsene Zuschauer richtet. Es ist ab 18 Jahren freigegeben in Deutschland. USK 18 Freigabe. Und da muss ich einfach mal erwähnen, wenn ihr Probleme damit haben solltet, mit Gewaltdarstellung, mit viel Blut und so weiter, dann ist dieses Let's Play oder auch diese Videos sind dann vielleicht nicht das Richtige für euch. Dann schaltet lieber ab. Ja, wie gesagt, das ist ein Spiel für Erwachsene ab 18 Jahre. Hier geht es brutal zur Sache und das muss ich hier einfach am Anfang erwähnen. Und ansonsten, wenn ihr Lust habt und wollt mich begleiten, seid ihr herzlich eingeladen hier bei Resident Evil 2. Und wenn euch das Ganze gefällt und ihr hier täglich mitschauen wollt, könnt ihr das ganz gerne auch unterstützen mit einem Daumen nach oben. Alles natürlich freiwillig, wenn euch die Videos auch am Ende gefallen. So, wir starten in die Kampagne rein. Und damals, 1998, habe ich eigentlich immer mit Leon S. Kennedy angefangen. Mit wem man anfängt, ist eigentlich egal, weil jeder von den beiden Charakteren hat so seinen eigenen Durchlauf. Und wenn man alles vom Spiel sehen möchte, dann spielt man die auch nacheinander weg. Mit wem man aber anfängt, ist an sich eigentlich egal. Aber damals, 1998, habe ich immer mit Leon angefangen und dann danach mit Claire gespielt. Die untersuchen auch noch ein bisschen unterschiedliche Areale in diesem Spiel und treffen, ich glaube, die Person, die sie so treffen, war glaube ich, auch noch unterschiedlich. Also die Durchgänge sind immer schon ein bisschen unterschiedlich. Wenn ihr alles sehen wollt, müsst ihr das Spiel mit jedem Mal gespielt haben, am besten nacheinander. Dann habt ihr da das volle Programm sozusagen. Aber weil ich damals immer mit Leon angefangen habe, starte ich diesmal in der Remake-Version mal mit Claire. Claire Redfield. Die Schwester von Chris Redfield, den man schon aus Resident Evil 1 kannte. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Also, wir starten rein in die Kampagne von Resident Evil 2 Remake. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase. Ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du musst stark bleiben. Okay, gib da draußen nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie... Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße!
Scheiße! Nein, nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Du kennst mich, ich komme klar. Klingt gut. Ich komme zurück, sobald ich Chris finde. Sowieso, muss los. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Was zur... Hallo? Hallo. So, die Umgebung erkunden. Wir sind angekommen im Spiel. Was eine Einleitung. Auf jeden Fall eine andere Einleitung, als sie damals vor 20 Jahren war. Da hat man so eine coole Cutscene gehabt, wo die Zombies so, ja, die Stadt überschwemmen und die Polizisten dann gegen die kämpfen. War hier etwas anders und man hat auch damals hier nicht wirklich an der Tankstelle angefangen. Also haben sie da doch schon Unterschiede zu der alten Version. Und was halt ganz klar in Auge sticht, die Grafik, ey. Kein Vergleich mehr von vor 20 Jahren. Alles neu gemacht. Richtig schöne Gesichter, richtig schöne Animationen, toller Sound. Das ist echt mal ein Remake, ey. So wünscht man sich Remakes. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ich spiele das Ganze wie immer hier auf meiner PlayStation 4 Pro-Version. In der Pro-Version könnte man das, wenn man den richtigen Fernseher hat, auch auf 4K spielen. Das ist mit 4K-Auflösung hier ausgeliefert worden, das Spiel. Okay, Polizeiwagen ist hier. Wir können da aber nichts drin sehen. Vielleicht noch eine Waffe nehmen oder sowas. Ich denke jetzt schon wieder an Waffen. Wir sind gerade am Anfang des Spiels. Okay, wir müssen reingehen. Ja, die gute Studentin Claire Redfield auf der Suche nach ihrem Bruder. Hallo? Irgendjemand hier? Hallo? Okay, wir haben schon mal eine Taschenlampe. Und was natürlich auch neu ist, damals vor 20 Jahren gab es das Spiel nicht mit deutscher Sprachausgabe, sondern nur mit englischem Sound und deutschen Untertiteln. Und deswegen habe ich das jetzt mal auf Deutsch gestellt. Wenn man das damals schon auf Deutsch spielen konnte, mache ich das jetzt mal. Vielleicht freut sich da der ein oder andere Zuschauer, dass er dann nicht zu viele Untertitel lesen muss. Das kam ja bei Red Dead Redemption nicht so gut an bei vielen Leuten. Okay. So, jetzt sind wir ja schon mal in der Tankstelle. Was brauche ich denn noch? Was zu knabbern vielleicht? Vielleicht ein paar Bechernudeln oder so? Komische Geräusche kommen hier hinten raus. Okay, wir könnten... Kaffee kochen wäre auch mal nicht schlecht. Okay, das ist der Polizist, der... Alles in Ordnung? Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Okay. Willst du den nicht irgendwie... was für seine Wunde hier suchen oder so? Vielleicht gibt es hier noch... eine Rolle Klopapier oder sowas. Er sagt nichts, er zeigt nur hierher. Let's dance. Ich habe übrigens auch letztes Jahr Resident Evil 7 als Let's Play gezeigt. Oder vorletztes sogar. Gibt es als Let's Play auf meinem Kanal zu sehen. Okay, das ist der gleiche Raum, der da vorne hinter der Theke verschlossen war.
Ich sagte halt still! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Ach, zurückbleiben, Ma'am. Nicht der! Oh mein Gott! Weg von ihm! Ich sagte, weg von ihm! Kommen Sie mir nicht näher! Okay, Claire hat schon eine Waffe. Wie viel Schuss hält er aus? Puh, ein Revolver mit 6 Schuss, na prima. Den man auch noch stundenlang nachladen muss. Ich hab euch gewarnt, Leute. Ich hab euch gewarnt, hier gibt es Blut zu sehen. Ihr habt immer noch die Chance auszuschalten, wenn das nichts für euch sein sollte. Okay. Ist der down? Ja. Das war der Polizist, der andere war der Ladenmitarbeiter. Okay. Man sollte in dem Spiel übrigens nicht jeden Zombie anschießen oder wegschießen, weil man immer begrenzt Munition dabei hat. Da muss man echt sparsam mit umgehen. Oho, schaut euch mal dieses leckere Stück Pizza an. Nicht schlecht. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden. 9mm Pistole haben wir dabei, 5 Schuss. 5 Schuss Revolver sogar nur, der kleine. Okay. Schlüssel. Für den Storage Room, wo wir uns gerade befinden. Ein abgenutzter Schlüssel. Wichtiges Objekt. Aus dem Laden entkommen. Okay. Inventar öffnen, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Unmöglich. Wie ist er am Leben? Er steht wieder auf. Okay, jetzt aber nicht mehr, hoffe ich. Er war nicht übrigens nicht mehr am Leben, ey. Aber wie krass das aussieht, oder? Das ist die Tür hinterm Tresen. Okay. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar Benutzen aus. Okay. Okay, benutzen. Okay, da ist noch einer. Der andere steht auch auf. Nein! Gehst du weg von mir? Okay, da ich hier nicht mehr so viel Schuss habe. Wow. Verlasse ich einfach mal schnell die Tankstelle. Wow, nicht schießen. Runter! Wir müssen raus hier. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Machen Sie doch bisher echt einen guten Job, was die Synchronisation angeht. Gefällt mir. Capcom präsentiert uns
das nächste Resident Evil Abenteuer. Ja, nachdem man im ersten Spiel Resident Evil Chris Redfield und Jill Valentine gespielt hat, hat man hier im zweiten Teil das erste Mal Claire Redfield und auch Leon S. Kennedy kennengelernt, die ja später in den anderen Teilen, besonders Leon, ja noch eine größere Rolle eingenommen haben. Vor 20 Jahren war das, ja, das erste Abenteuer von Leon. Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Okay, wir müssen jetzt erstmal flüchten zur Polizeistation. Hier sind so viele, dass es hier einfach für die Munition gar nicht gut wäre, zu schießen. Sie hat es schon gesagt, in Bewegung bleiben. Ja, es ist wie im alten Spiel, dass sie getrennt werden durch die Explosion. Wie das Ende der Welt. Ja, genau. Wie das Ende der Welt. Die steht auch auf. Bleib mal liegen. Also sie werden halt immer so getrennt, dass... der Truck explodiert. Das war im alten Spiel auch schon so, aber hier... Bin fast da. Hier natürlich mega fett inszeniert. Und Claire wurde aber eben ganz schön mies rumgeschleudert, ey. Dass sie da einfach so eiskalt aufsteht und weiterläuft. Nicht schlecht, die kann einstecken. Okay, gucken wir, wo die langlaufen. Wir müssen in die Polizeistation. Okay, der steht auch auf. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wir haben es geschafft. Ich
Raccoon City Police. Die gute alte Waschbärsstadt. Ich weiß gar nicht, ob man hier schon links und rechts was finden kann. Oder ob ich eben vielleicht schon Sachen verpasst habe. Alte Zigarettenschachtel. Leider keine Munition. Hier schon die ersten Toten. Die Stadt der Toten, sage ich doch gerade. Gerade als ich auf solch eine Leiche zoome. Oha. Da hat sich optisch aber sowas von viel getan, ey. Wenn man jetzt hier das erste Mal in der Polizeistation ist. Sieht so mächtig riesig aus. Da denkt man sich so, boah, was haben die denn für eine Polizeistation? Aber in Raccoon City war es so, dass diese Polizeistation damals, sie hat nicht immer als Polizeistation gedient, sondern war früher mal ein richtig großes Museum. Und das wurde dann umgebaut als Polizeirevier. Und deswegen sieht das so... Ja, so ein bisschen übertrieben aus, wo man denkt, wow, die Polizei hat aber gut. Hier? So als kleine Hintergrundinformation. Es war also mal ein großes Museum. So, Munition schon mal gefunden. Hier haben wir die erste Schreibmaschine, an der man speichern kann. Sehr schön. Den Computer kann ich dann noch anklicken und so weiter. Und wir haben eben gesehen halt, die beiden, Leon und Claire, wurden halt durch den LKW getrennt. Und wenn man jetzt mit Claire den Spieldurchlauf durch hat und man spielt dann nochmal mit Leon, dann erfährt man, wie Leon jetzt an dieser Stelle weiter gelaufen ist. Er hat halt einen ganz anderen Weg genommen, weil der Laster zwischen ihnen war. Er geht also den anderen Weg und das würde man dann im zweiten Spieldurchlauf spielen. Heilungsspray haben wir hier. Erste Hilfe. Ich hoffe nicht, dass ich für den einen oder anderen vielleicht zu viel laber, aber da gibt es einige Sachen zu erklären, halt, die ich ganz wichtig finde für das Spiel, wenn man das noch vielleicht damals noch nicht gespielt hat. Komm schon, Chris. Wo steckst du? Mist. Drin sind sie auch. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus und steht hier drin. Schickt Verstärkung! Ostkorridor! Ich sollte ihm helfen. Und da haben wir das nächste Ziel bekommen. Wir müssen zum Ostkorridor, um den Typen da zu unterstützen, den Polizisten. Er hat ein Büchlein dabei. Ja, auch dieses Spiel in der Zeit spielt 1998, deswegen haben wir hier noch recht alte Laptops, die sehr dick sind oder auch Röhrenmonitore und so weiter. Da haben sie von der Zeit her nichts gedreht. Das hier sind Kisten, die man aus Resident Evil immer kennt, wo wir Sachen ablegen können, wie zum Beispiel Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Hier den Schlüssel zum Beispiel. Ich habe hier bessere Munition. Wir haben neue andere Waffen. Jills Modell oder Chris Modell. Das sind die Vorbesteller-Boni. Sind natürlich nicht so schlecht von der... Aber ich glaube, für die habe ich keine Munition. Deswegen lasse ich die nochmal in der Kiste liegen, denn wir haben im Inventar immer nur begrenzt Platz. Ein Heilungsspray lasse ich mal dabei und das auch... So Leute, das war der Einstieg in Resident Evil in der Remake-Version. Da wir jetzt gerade zum allerersten Mal die Polizeistation erreicht haben, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg hier für euch, um euch schon mal das erste Bild von dem Spiel zu machen. Und wie gesagt, Leute, es ist ein Spiel, was sich an ein erwachsenes Publikum richtet mit Gewaltdarstellung. Das ist nicht für jeden was, deswegen, das nur als kleine Info dafür. Ich werde jetzt hier speichern. Und die nächste Folge werdet ihr noch heute auf meinem Kanal zu sehen bekommen. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaltet da gerne ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die erste Episode hier schon gefallen haben sollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge heute. Macht's gut. Ciao, ciao.